Hallo. Ah, da bist du ja. Was gibt's denn so Wichtiges? Stimmt das, was Hanna erzählt hat? Du willst also die Praxis endgültig aufgeben. Möchten Sie vielleicht was trinken? Einen Tee oder einen Saft? Was wäre so schlimm daran? Das kann ich dir sagen, mein Junge. Was ist denn bloß los mit dir? Ich sehe doch, dass es dir nicht gut geht. Aber du speist mich ab mit Ausreden. Das ist nicht fair. Fair? Ja, fair! Wofür habe ich mir all die Jahre ein Bein ausgerissen, im Rollstuhl praktiziert, einzig und allein, um die Praxis für dich zu erhalten? Da darfst du dich nicht wundern, wenn es mich kränkt, an deinen Entscheidungsfindungen nicht teilhaben zu dürfen. Es ist nicht einfach, Ludwig. Kann sein. Aber du hast ja offensichtlich nicht vor, mich ins Vertrauen zu ziehen. Aber eines muss ich dir sagen, Carsten. Wenn du deine kassenärztliche Zulassung zurückgibst, ist das irreversibel. Das weißt du. Wenn du es dir in ein, zwei Jahren anders überlegst, ist das zu spät. Mein Gott, Carsten, hör auf mich. Behalte die Praxis, sonst wirst es dein Leben lang bereuen. Was wird gebraucht? Trost? Hilfe? Liebe?